Willkommen zum ersten Tag dieses Tages. A Farewell to Soul Crushing Code. In der deutschen Übersetzung von Florian und Bernd. Viel Spaß. Sprecher sind Nicole Rauchs und Michael Schwerber. Good morning, everyone. Guten Morgen allesamt. Hey, it works. Excellent. Cool. So, Soul Crushing Code. Ja, seelenzermalender Code. Ja, bevor wir darüber sagen, auf Wiedersehen sagen, sollten wir darüber nachdenken, was es tatsächlich ist. Und vielleicht können wir die Präsentation auch kriegen. Ah, da ist sie. Also als erstes sollten wir darüber reden, was seelenzermalender Code ist. Und wir haben ein paar Dinge für zu eurer Unterhaltung mitgebracht. Und hier sind wir. Das ist etwas Code, das ich in einem Eclipse-Tutorial gefunden habe. Also wenn ihr Eclipse habt, könnt ihr an dieses Eye-Ding gucken. Ich meine, ich habe keine Idee, was das hier macht, was eine Adapter-Factory ist. Dann kriegt man einen Adapter und dann passiert da Zeug und was macht das eigentlich? Okay, hier, es gibt To-Do-Adapter, das könnte ein Hinweis sein, dass es das berühmte To-Do-Example ist, aber ja. Und das hier ist natürlich nur Eclipse. Ein Eclipse ist alles ein Adapter. Ja, vielleicht ist es das. Ich hatte erwartet, dass du so etwas sagst. Also bringe ich ein anderes Beispiel. Das hier ist aus einem Open-Source-Projekt. Und das hier ist ein Native Query Interpreter, also ein nativer Abfrage-Interpreter-Initiator. Ja, und ich frage mich, ja, was ist das? Beeindruckend. Und dann ist da ja ein Haufen Zeug und dann gibt es da unten ein Initiate Service und dann haben wir ein anderes Initiate Services. Und dann ganz am Ende haben wir, wow, Get Service Initiated. Okay, ja. I mean, that's just a bunch of kids doing open source software. Aber ja, okay, aber das ist nur ein Haufen Kids, die Open Source Software machen. Das ist ja, da was erwartest du von sowas? Okay, ich habe ein professionelles Beispiel mitgebracht. So, hier ist ein professionelles Beispiel. Das ist hier ein Beispiel, das macht ja. Übersetzung, und das macht entweder Volltextsuche oder Nicht-Volltextsuche. So, und so in der Initialisierung von irgendwelcher C++-Klasse checkt ein paar Flags und initialisiert dann ein Objekt entweder zu der Volltext-Variante oder zu der Nicht-Volltext-Variante. Also das ist klares Design, es gibt eine Instanzvariable. Und das ist nur der Konstruktor. Das ist nicht der schlechte Teil. Das Fiese ist, dass jede Methode, die das, was es tut, die checkt das Flag nochmal und ruft dann entweder diese Volltextrecherche auf oder wenn das nicht ist, dann nicht. Und da sind auch auskommentierte Zeilen und es gibt auch keinen Kommentar, warum das jetzt auskommentiert ist. Und wenn man diesen Code warten will, dann muss man immer sich erinnern, man muss immer dieses Flag checken, bevor man irgendetwas mit dem Code macht. Okay, ja. Die Tatsache, dass jemand eine objektorientierte Programmiersprache benutzt, heißt nicht unbedingt, dass er weiß, wo Objektorientierung wirklich für ist. Vielleicht sind es einfach auch nur schlechte Programmierer. Ja, die haben das benutzt und dann haben sie es halt irgendwie kaputt gemacht. Oder? Now you're getting me confused. Jetzt hast du mich mit der Frage verwirrt. Ich glaube, du hast ein anderes Beispiel. Ich habe ein viel besseres Beispiel. Ein wirkliches objektorientiertes Beispiel. Dies hier ist ja aus der Finanzwelt. Hier haben wir Optionen. In diesem Fall nur Call-Optionen.
Und die Finanzleute möchten über diese Optionen reden. Und es gibt so viele verschiedene Arten von Optionen, so deshalb können sie nicht über jede einzeln reden. Und deshalb wollen sie die zusammentun in mehreren, etwas, das sie ein Basket nennen. Und hier können wir diesen Basket sehen. Und das enthält Google und Facebook. Und die gruppieren sie einfach in diesem Basket zusammen. Und dann möchten sie über diesen Eigenschaften von diesem Basket reden und all die Optionen, die in diesem Basket enthalten sind. Hier zum Beispiel implementieren sie diese Market-Data-Klasse. Das ist ganz klassisches, objektorientierte Sachen. Einfach alles ist eine Klasse. Und es gibt zwei Methoden. Das ist auch Standard objektorientierte Programmierung. Wir haben eine Klasse und wir haben Methoden da drin. Und die erste Methode, GetSpot, die gibt uns den Marktpreis der Optionen. Also alle diese Optionen haben eine Nummer in der wirklichen Welt. Deshalb haben wir diese SICOVAM hier. Lustiger Name, keine Ahnung, warum das so heißt. Kann irgendein französischer Name sein, ich weiß nicht, was das bedeutet. Und dieses Maturity Date, das ist das Datum, an dem die Option ausläuft. Genau, wir wollen die Volatilität für die Option haben. Also eine Option ist definiert durch das zugrunde liegende Asset und so das Datum, an dem sie fällig ist und dem Preis, den sie an dem Zeitpunkt haben soll. Und das ist das, was hier kodiert ist. Also wir haben diese Option mit dem Long, dann haben wir die Maturität, das ist die ein Punkt in der Zeit, das ist, ja klar, nimmt man Double dafür. Und dann haben wir den Strike, das ist ein Preis. Und ein paar von euch wissen vermutlich, dass es keine besonders gute Idee ist, Geld als Double zu modellieren, aber es ist relativ üblich im Finanzbereich. Ja, das ist es. Ja, und dann, was sie tatsächlich haben wollen, sie wollen nicht nur auf die Welt gucken, wie sie jetzt ist, ja, also diese Typen mit den Hosenträgern, sie wollen analysieren und sehen, was passieren könnte, wenn irgendwas passieren könnte. Das, also sie möchten, was wäre, wenn Spiele spielen. Deshalb nehmen sie hier den Marktpreis. Und was sie eigentlich möchten, ist den verschieben. Was wäre, wenn der Spotpreis so wäre, was würde dann passieren? Und hier, wenn man etwas modifizieren will, in der Objektorientierung, dann macht man eine abgeleitete Klasse. Das ist hier die abgeleitete Klasse, Spot-Shifted Market Data. Und diese Klasse überschreibt die Methode GetSpot, um den Marktpreis zu kriegen. Und sie nimmt die Methode der Elternklasse und multipliziert es mit einem Faktor. Ja, okay, ganz straightforward. Und dann wollen sie das natürlich nicht nur mit einem Faktor multiplizieren, sondern wollen auch andere Modifizierungen machen. Und sie möchten in der Lage sein, alle diese Modifizierungen zu machen, ohne alles neu kompilieren zu müssen. Sie möchten nicht alles neu kompilieren müssen, wenn sie irgendetwas ändern wollen. Sie möchten etwas dynamisch konfigurierbar haben. Also dynamisch konfigurierbare Market Data haben. Und wenn man hier in die Objektorientierungsliteratur guckt, dann kommt man zu dem Dekorator-Pattern. Das Dekorator-Pattern erlaubt es einem, etwas dynamisch zur Laufzeit zu verändern. Also man hat eine Komponente, man leitet davon einen Dekorator ab und der hat einen Delegator zu irgendetwas anderem. Das ist es, wie sie den Delegator implementieren. Sie haben den Decorator als eine abgeleitete Klasse. Dann haben sie das wirkliche Objekt, das darin gehalten wird, um die GetSpot-Method aufrufen zu können. Und um den Marktpreis zu kriegen, rufen sie einfach die GetSpot-Method auf von dem zugrunde liegenden Asset. Um jetzt zu dem Basket zurückzukehren, von dem wir angefangen haben. Wenn wir jetzt diese eine abgeleitete Modifizierung haben, dann modifizieren sie mit dem Faktor. Und in dem Basket, da haben sie eine Menge von Objekten, also von Assets. Und jetzt wollen sie diesen abgeleiteten Marktpreis von allen davon berechnen. Und sie machen das rekursiv und es ist relativ schwer zu sehen, was hier eigentlich da passiert. Sie gehen halt rekursiv durch alle diese Objekte durch und machen es
rekursiv gehen da durch und durch Late Binding passiert es, dass sie immer wieder diese abgeleitete Methode da oben gehen und sie addieren diesen Faktor immer wieder berechnet. Und natürlich haben sie es nicht rausgefunden, indem sie auf den Code guckten, weil das ziemlich hart zu und verstehen ist. Das sind natürlich nur kleine Snippets, aber es ist Teil eines größeren Projekts ist. Und sie haben es nicht gefunden, halt durch Blick auf den Code, sondern weil die Ergebnisse, die da rausgekommen ist, falsch waren durch die wiederholte Anwendung des Faktors. Zum Beispiel hier ist der interessanteste Teil, den ich kenne. Das sind die ersten Marktdata, die von dem zweiten abgeleitet sind. So, hier checken sie, ob sie in dieser Kette sind. Und wenn sie in dieser Kette sind, dann machen sie was anderes. Das hier ist jetzt Produktionscode. Und das wird tatsächlich noch benutzt. Und wahrscheinlich ist diese Methode inzwischen schon hunderte von Zeilen lang, weil sie so viele Grenzfälle hatten, die sie irgendwo berücksichtigen mussten. Ja, I can imagine that. But okay, ja, ich kann vorstellen, dass es hätten das richtig machen sollen in C++, indem sie Objektorientierung benutzen. Leute hätten stattdessen funktionelle Programmierung benutzen sollen. Ja, wir haben wir davon. Hier haben wir. Funktionale Programmierung hat alle diese Vorteile. Man hat unveränderbare Daten, man hat weniger Kopplung zwischen weniger Effekte, die über Entfernung gehen. Funktionale Programmierung ist sehr dicht an der Mathematik, also man hat kann viele mathematische Dinge gehen, wie formale Dinge benutzen, formale Wahrung. Wir haben Katamorphismen, wir haben Bifunktoren, wir haben Monaden, wir haben monadische Profunktoren und all diese, und wir haben Kleisley Errors, all diese wunderbaren Dinge, die lösen alle diese Sachen. Wer lacht? Oh, ich hätte mir erwarten sollen, dass du so etwas sagen würdest. Hast du jemals überlegt, dass du das Problem aus der falschen Richtung angehst? Du und deine Horde von IT-Nerds, ihr sitzt in euren Höhlen und habt eure Hoodies über den Kopf und sitzt da und hackt und hackt und hackt. So, that problem solved. So, ja, das Problem haben wir gelöst. And I mean, really, just ich meine wirklich, ihr werft Technologie auf das Problem. Das ist nicht die Lösung, das ist Teil des Problems. Okay, ja, wir benutzen Technik. Bist du durch die Hallen gegangen? Ist überall Technik. Wie löst man das? Nun, vermutlich nicht, indem man in der Ecke sitzt und einfach. Hast du schon mal daran gedacht, dass es vielleicht mehr dazu gehört als nur Technologie, dass man vielleicht auch miteinander reden muss? Gestern habe ich diesen Roboter hier gesehen, der hier rumgelaufen ist, nur im Kreis, und hat gesagt, ich brauche neuen Code, sprich mit mir. Und das ist sowas Ähnliches hier. Wir müssen miteinander sprechen, ist nicht nur Technologie. Technologie ist schön und alles, aber das heißt, hast du eine Anleitung dafür? Eine Musteranleitung? Ja, es gibt Sprachmuster extra für dich. Ja, für Leute wie dich. Ja, dann fang mal an. Los. Du zeig's mir. So, es gibt ganz viele Ansätze, die wir im Laufe der Jahre benutzt haben. Einige davon sind zum Beispiel agile Softwareentwicklung. Und es bedeutet hier, Einzelpersonen und Interaktionen sind besser als Prozesse und Werkzeuge, Technologie. Also lass uns darüber sprechen und Sachen zusammen rausfinden. Aber da steht auch Software, die funktioniert. Ja, das ist nur eine von vier. Software, die funktioniert. Ja, natürlich wollen wir Software, die funktioniert. Aber ich meine, natürlich nur reden und nicht programmieren ist natürlich auch nicht die Antwort. Also, na gut, während wir hier in der Konferenz sind, so, ich hab die Keynote-Speech gehört und nicht nur mit Leuten gesprochen, und zwar von jemandem, der darüber gesprochen hat, was funktioniert und was nicht funktioniert in Software Engineering. Und das war eine agile Firma, die alles agil gemacht hat. Das heißt, die reden die ganze Zeit angeblich. Aber wenn sie trotzdem gucken, was sie alles machen, wo sie ihre Arbeit lassen, dann das meiste ist, 53% ist immer noch Wartung und Komplexität.
Und ich weiß nicht, was diese Professionalisierung sein soll, aber es hört sich gut an. Also zurück zum technischen Problem, okay? Ja, wir haben das schon gesehen, an dem Marktbeispiel. Und ich glaube, viel von dem hier, Wartung und Komplexität von den Problemen, ist verursacht dadurch, dass wir in einer Welt leben, die aus Objekten besteht. Und deswegen springt jeder auf den Zug auf für der objektorientierten Programmierung. Und was wir dann kriegen, ist sowas wie das hier. Ja, okay. Und das ist so eine Art, das ist sowas, ist einfach nicht hilfreich. Also ich möchte das vielleicht mal anders zeigen. Moderne objektorientierte Programmierung, ja, man kann darüber lachen, aber man muss das technische Problem verstehen. Und das Problem ist dies hier. Und im Herz von objektorientierter Programmierung ist imperative Programmierung. Das heißt, alle die Objekte, die du uns gezeigt hast, die sind alle, haben einen encapsulated state. Und was passiert ist, die Welt verändert sich und die Objekte senden Nachrichten zu anderen Objekten und in dieser Nachricht wird Code ausgeführt, der den Zustand, den eingekapselten Zustand verändert. Und das Ding ist, objektorientierte Programmierung war ursprünglich eingeführt, um Simulationen der echten Welt zu programmieren. Und die echte Welt funktioniert einfach nicht so. Die echte Welt ist nicht einfach nur Objekte, die sich Nachrichten schicken. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dieser Elefant. Also, ne, wie der Elefant. Und der Elefant kommt aus dem Dschungel und läuft in ein Zimmer. Und das Modell dafür ist, alle Sachen werden Objekte und der Elefant hat ein Objekt, der Dschungel hat ein Objekt und der Raum hat ein Objekt und man hat eine Sequenz von Methoden aufrufen und die versuchen, das zu reproduzieren, diese Sequenz von Ereignissen. Der Elefant geht aus dem Dschungel raus und der Elefant kommt ins Zimmer. Und das Problem ist, dass es aus dem Zimmer heraus, aus dem Dschungel rausgehen und ins Zimmer reingehen, sind dasselbe. Das heißt, die echte Welt hat Abhängigkeiten und es sind nicht nur einzelne Einheiten, die sich Nachrichten senden, sondern Sachen hängen einfach zusammen in der echten Welt. Und ein besseres Modell ist vielleicht ein nützlicheres Modell, wie Programmierer die echte Welt abbilden sollten, hat vielleicht eher damit zu tun, wir sollten einfach sehen und verstehen, wie Dinge funktionieren. Wenn man ein Fußballspiel anguckt, dann gibt es ganz viele Objekte hier. Das heißt, man sieht 22 Spieler, einen Ball, die Schiedsrichter, man sieht ganz viele Zuschauer und die bewegen sich alle. Und alle ändern ihren internen Zustand in unserem Modell. Wenn man wissen will, was auf dem Fußballfeld passiert, muss man alle diese Zustände beobachten. Aber weißt du, was das objektorientierte Modell ist dafür? Das ist das Observer Pattern. Das heißt, man bemerkt, welche Objekte sich ändern. Und dann, wenn sich etwas ändert, dann sendest du mir eine Nachricht. Wenn sich der Ball bewegt, sendest du eine Nachricht. Und mit allen 20.000 Zuschauern machst du dasselbe. Und wenn man das Stadion verlässt, dann sendet man eine Nachricht. Es interessiert mich jetzt nicht mehr. Aber die Welt funktioniert nicht wirklich so. Es gibt noch ein anderes Problem. Alle diese Nachrichten werden in einer Reihenfolge ankommen. Und das bedeutet also, dass alle diese Objekte, die sich bewegen, wir werden Inkonsistenzen sehen die ganze Zeit. Und so wie wir es bei dem Elefanten gesehen haben, der ins Zimmer kommt, es gibt ein inkonsistenter Zustand hier. Nämlich, dass nach dem ersten Stand ist der Elefant nirgendwo, denn er ist aus dem Dschungel raus, aber er ist noch nicht im Zimmer. Und dasselbe ist hier wenn man hier ganz viele bewegliche Objekte haben, aber wir beobachten nie einen Zustand, dass jemand geht und plötzlich woanders ist oder zwei Leute zur selben Zeit am selben Ort sind, denn das sind, wir brauchen eigentlich hier konsistente Snapshots und im Speicher. Und dann können wir darüber nachdenken und analysieren, was hier vor sich geht. Und wir erinnern uns natürlich an Sachen, die in der Vergangenheit waren, und das kann das objektorientierte Modell auch nicht abbilden. Und es gibt hier fundamentale Probleme mit dem objektorientierten Modell, Programmiermodell. Und das ist eine der fundamentalen Dinge, und das erinnert mich an eine ganz interessante Sache, die viele Leute benutzen,
Und das ist MVC, das MVC-Modell oder Model View Controller-Modell. Und wenn ihr damit schon mal gearbeitet habt, dann könnt ihr sehen, dass das alles hier immer im Kreis rumgeht. Und man kann in beliebige Richtungen gehen und man ist wieder hier oder dann ist man da oder man geht so rum oder so rum. Oder man geht an dieser gestrichelten Linie lang und man kann von überall nach überall kommen. Und das führt zu dem offensichtlichen Problem, dass wenn man ein Problem hat und Änderungen im Modell oder Änderungen in der Ansicht, dann sollten die hoffentlich zusammengehören und korrespondieren, aber vielleicht auch nicht. Und was macht man dann? Und am Ende, wenn man genug da im Kreis rumgeht und wenn man nicht ganz vorsichtig ist, dann hat man am Ende dieses Spaghetti-Monster. Und ja, Programme haben natürlich, objektorientierte Programme haben immer so ausgesehen. Ja, das sieht aus wie die Wirklichkeit, ja. Und ich glaube, das ist auch das, was Alan Kay gemeint hat, wenn er gesagt hat damals, das ist ein Zitat von 1996, aber ich glaube, das Paper ist rausgekommen zu der Zeit, aber das Originalzitat ist schon viel älter. Und er hat gesagt, ja, OOP hatte viele Motivationen, und die hier beschrieben wurden, aber wir müssen eigentlich dieses Modell überwinden und etwas Besseres finden und das wirklich und das ist nicht wirklich passiert. Nein, ich glaube nicht. Und wenn man heute guckt, wie objektorientierte Programmierung funktioniert, das ist immer über eingekapselte Zustände und die wir dann loswerden wollen. Das ist das Erste, was ich, wenn ich das erst gefunden, es gesucht habe nach objektorientierter Programmierung für Schüler, für Studenten, dann ist das Erste, was man findet. Man hat irgendwie, man hat hier den Studenten und man kann ein Grade Point Average setzen und wenn man nicht zufrieden ist mit den Zensuren, die man kriegt, dann schickt man einfach eine Nachricht und dann hat man einen perfekten Notendurchschnitt. Und ich will das nochmal wiederholen und natürlich sollten Leute funktionale Programmierung benutzen. Einfache Sprachen, weniger Komplexität, höhere Produktivität, weniger Fehler. Wir können eigenschaftenbasiertes Testen machen und wir haben Setup- und Teardown-Methoden, wir haben weniger Koppelung, weniger Abhängigkeiten. Ich habe hier gar nicht Monaden erwähnt in dieser Liste und das ist alles. Und Leute sollten funktionale Programmierung benutzen, um die Probleme zu lösen. Erinnerst du dich an Fred Brooks? Und er hat gesagt, es gibt keine Wunderwaffe. Okay. Was? Fred Brooks, das ist ein alter Kerl, oder? What about you? Ja, und was mit dir? Bin ich wahrscheinlich auch. Fred Brooks said that, but he's an old guy. Ja, Fred Brooks hat das gesagt, aber er ist ein alter Kerl. Ja. Lass mir ein Beispiel zeigen, warum das nicht wahr ist. Hier ist in den Anfang der 90er war eine große Studie von der US Navy über die Effizienz von verschiedenen Programmiersprachen. Es gab ein Problem, wo man die Einflussregion von bestimmten Kriegsschiffen bestimmen sollte und verschiedene Teams sollten Lösungen in verschiedenen Programmiersprachen schreiben. Und sie haben das auch an ein paar Leuten gegeben, die in funktionalen Sprachen arbeiten. Hier ist es Haskell als ein Beispiel. Und ihr könnt sehen hier, ja, Haskell, ja, die Lösung ist extrem viel kürzer als die Lösung in C++. Ja, mehr als 10-mal kürzer. Java war damals noch nicht so verbreitet. Der Faktor wäre auch irgendwo zwischen 3 und 10. Und was auch interessant ist, es waren zwei Haskell-Lösungen, eine am Anfang ganz oben und eine am Ende. Ja, am Ende haben sie nur den Code geteilt, damit die Zahlen besser aussehen. Nein, was sie tatsächlich gemacht haben, sie hatten einen Haskell-Experten und sie haben auch das Aufgabe an Studenten gegeben, die Haskell 2 oder 3 Wochen benutzt hatten. Und wenn ihr an die Entwicklungszeit, es ist 10 Stunden und 8 Stunden, und die Gruppe, die 8 Stunden gebraucht hat, das waren die Studenten.
Und der Experte hat natürlich versucht, ein paar schöne Haskell-Sachen da einzubauen. Und so. Und wenn das es nicht ist, was eine Wunderwaffe ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Okay, so die Yale-Studie, die hatten eine beschränkte Menge von Instruktionen und sie mussten nur diese Instruktionen umsetzen. Erinnert euch das richtig? Ja. Hast du das jemals in der realen Welt erlebt, dass du eine feste Menge von Anforderungen von deinem Kunden gekriegt hast und dann nur die einfach implementieren musstest und sie haben nie ihre Meinung geändert, kamen nie mit neuen Ideen, neuen Anforderungen, haben nie gesagt, oh Moment, ich habe etwas vergessen. Ich erlebe das nicht. Lass mich einen Moment darüber nachdenken. Vielleicht kannst du, das ist, woran wir nachdenken, wenn wir zu den Elefanten zurückkommen. Wir müssen miteinander reden. Jeder hat andere Ideen. Jeder hat andere Ideen, wenn sie auf etwas gucken. Und jeder beschreibt Dinge anders. Und was wir machen müssen, wir müssen dieses zusammen herausfinden. Wir müssen ein bisschen kodieren, bisschen reden, bisschen programmieren, bisschen reden. Das ist agile Entwicklung. Ja, es bedeutet nicht Scrum und irgendwie jeden Tag in einem Kreis rumstehen. Also, okay, ich mag gerne mit Code kommunizieren. So, hier ist ein Beispiel von Code, den wir gemacht haben. Das war eine Halbleiterfabrik, ja, also ernsthaftes Business. Also hier, ja, ihr wisst es also. Als wir das sagten, okay, als ein Halbleiter gemacht war, ist eine große Maschine, du schiebst den Wafer rein, ziehst einen Hebel und tschack, und kommt ein Mikroprozessor. Das aber funktioniert nicht wirklich so. Einer der Gründe dazu ist einfach, ein moderner Chip aus vielen, vielen Lagen bestimmt. Und es gibt viele, viele Arbeitsschritte, die nötig sind, um auch nur einen einzigen Layer zu machen. Und da gibt es viele Dinge, die gehen kaputt in so einer Halbleiterfabrik. Also es macht nicht wirklich einen Sinn, einfach eine Fließband zu haben und dann drückt man einen Knopf und dann läuft alles da durch die verschiedenen Maschinen und kommt raus. Also was der Punkt ist, jeder Chip, jeder oder je Wafer, den man macht und durchläuft in der Fabrik eine Reihe von Schritten und das muss in der Fabrik verwaltet werden. Das sind ungefähr 1000 Schritte. Also man braucht etwas, das eine Route genannt wird, eine Liste von Operationen. Ja, hier ist ein bisschen Haskell-Code. Haskell ist großartig, weil der Code so kurz ist, dass er auf eine Folie passt. Und wenn das nicht klar ist, dann unterbricht mich und fragt. Also erstmal liest man die Deklaration am Anfang, das heißt Data-Operation, das ist ein vereinfachter Datentyp, was eine Operation sein kann. Man kann diesen senkrechten Strich als oder lesen. Also eine Operation ist entweder ein Track-In oder ein Wafer in die Maschine tun. Dann Process ist etwas, das etwas in der Maschine passiert. Und Track-Out ist, dass man den Wafer wieder aus der Maschine rausnimmt. Und das nächste ist dann eine Route. Das ist einfach nur eine Liste von Operationen. Also diese eckigen Klammern heißt Liste von. Also was eine Route ist, ist eine Liste von Operationen. Also hier unten habt ihr eine einfache Route, das heißt 1, also die Liste von folgenden Aktionen. Man packt die in die Maschine rein, einen Prozess, noch einen Prozess und man nimmt den Wafer wieder raus. Ja, ist das verständlich? Ja, alle wach und nicken? Okay. Gibt keine Angst zu fragen. Eine Sache, die du machst, wenn du Datentypen hast, dann definiert man Funktionen auf diesen Datentypen, die beschreiben, was auf bestimmten Aspekt davon beschreiben, was mit den Sachen passiert. Zum Beispiel in der Route, was man machen muss, man muss den nächsten Schritt ausführen. Und dafür machen wir eine Funktion RouteHead. Was man macht, man schreibt eine Typsignatur. Typsignaturen sind, beschreibt hier einfach, man nimmt eine Route und man kriegt eine Operation heraus. Und die beschreibt, was diese Funktion macht auf dieser
Klasse von Input. Und wir erinnern sich da, eine Route ist eine Liste von Operationen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Listen. Eine Art von Listen ist die leere Liste und das andere ist eine Liste, die besteht aus einem ersten Element und dem Rest der Liste. Deshalb sehen wir, um die Funktion zu beschreiben, brauchen wir diese zwei Gleichungen. Deshalb sieht man hier Routehead und dann gleich irgendwas. Die erste Gleichung für die leere Liste, ja, das sind diese beiden leeren eckigen Klammern. Und das zweite Gleichung ist für die nicht leere Liste. Und das erste in der Liste ist halt ein Op, das ist die erste Operation. Und das ist ja, nennt man Muster oder Pattern Matching. Hier, dass man halt schreibt, also die zweite Gleichung ist ziemlich klar, wenn man den Anfang der Route haben will, dann nimmt man einfach das erste Element aus der Route. Die andere Gleichung sagt, was machen wir mit der leeren Liste, weil eine leere Liste enthält keine Operation. Also ihr sagt hier in der zweiten Folie von deinem wunderschönen Haskell-Code und du weißt, sagst schon, du weißt nicht, wie man es schreiben muss. Ja, da kommen wir noch. Dann fragst du mit deine Experten und sagst, ja, es ist eine leere Liste von Operationen. Was machst du damit? Was ist das Erste, was du machen? Dafür können wir einen Datentyp kreieren, der sagt, dass manches Mal etwas da ist und manchmal nicht. Das heißt Optionen. Also, das ist in Haskell als der Maybe-Typ eingebaut, aber hier definieren es einmal als Option. Und hier irgendwie eine Option A heißt, es kann entweder ein A kann da sein oder es kann Nein sein. Deshalb hat Option zwei Konstruktionen. Das eine ist das Sum-Objects und das andere sind die None-Objects. Also, irgendwas kann None, also, das heißt einfach, ja, irgendwas kann von Type Option A sein, ist es nicht da. Der andere Konstruktion, die Sache ist einfach da. Das heißt, dieser Konstruktor muss etwas von Typ A akzeptieren und gibt dann halt eine Option von A zurück. So, also du hast es, packt dieses Objekt ein. Ja. Ein F-Sharp-Programmierer oder so würde sagen. Ja. Es ist, heutzutage ist dieser Typ sogar in Java eingebaut, das Optional. Und das heißt jetzt, wir können unsere Routehead-Funktion ändern. Und wenn wir sagen Route-File-Operation, sagen wir Route-File-Option-Operation. Und jetzt können wir Routehead von der leeren Liste definieren. Das gibt einfach None zurück. Es ist einfach nichts drin, leere Route. Oder wenn wir halt eine Operation in der Liste haben, dann kommt SumOp zurück. So, jetzt, und wenn wir jetzt unsere Routehead auf unsere Beispielliste von vorhin anwenden, die war ja TrackIn, Process, Process, TrackIn, dann ist Routehead von R1 SumTrackIn. Das nächste, was wir machen, ist, wir wollen manchmal nicht nur die erste Operation wissen, sondern wir wollen auch wissen, was danach passiert. So, ja, da können wir eine andere Funktion definieren, Route Advance, die nimmt eine Route als Argument, dann kommt der File und die gibt uns zurück eine Operation und eine Route, deshalb haben wir diese zwei Dinge hier mit dem Komma dazwischen. Das gibt uns also eine Operation und eine Route. Aber manchmal existiert das halt nicht, deshalb ist es halt nicht Option und Route, sondern eine Option davon. Und wenn wir jetzt unsere Beispielroute nehmen, dann trennen wir das in die erste Operation und den Rest. Also Track-In ist die erste Operation und der Rest der Liste ist dann Process, Process, Track-Out. Ja. Okay, es ist technisch. Alle noch dabei? Hat irgendjemand eine Frage? Okay, ja. Okay, das ist jetzt einfach, ganz einfach zu schreiben. Wir müssen wieder zwei Gleichungen aufschreiben. Ja, es ist eine Liste, da brauchen wir immer zwei Gleichungen. Route Advance von der leeren Liste ist None und Route Advance von Op und Rest ist halt Sum, Op und Rest. Das ist ja einfach, weil halt eine Liste mit dem Pattern Matching halt genau so
aufgeteilt wird, die wir es am Ende haben wollen. Das ist einfacher Code, also jedenfalls kurzer Code, der klar kommuniziert, was passiert. Okay, wenn ich mich wirklich korrekt erinnere, dann nimmt er den Wafer und packt ihn in die Maschine und dann prozessiert, also verarbeitet er es. Aber wenn ich überlege, manche von diesen Prozessschritten sind chemische Reaktionen und es kann sein, dass sie eine bestimmte Zeit brauchen. Ist das, ja. Also was wir also tun könnten, wir könnten es als etwas sowas hier modellieren. Was wir könnten ist, wir haben diese drei Schritte, die zusammenarbeiten in einem Set, in einer vorgegebenen Zeitabschnitt. Das hat man hier, wenn man einen Verarbeitungsschritt startet und ihn nicht rechtzeitig beendet, dann ist der Wafer kaputt. Und das ist immer das Problem in existierenden Systemen. Dann lass mich mal versuchen, diesen Ansatz in deinen Code zu modellieren. Was wir zuerst ist, wir haben die Route. Wir brauchen erstmal dieses Routenelement mit dieser Operation. Und wir brauchen eine andere Darstellung für ein Routenelement. Wir nennen das hier Route QT Zone für Route Q Time Zone. Das haben wir die Dauer, die Duration, die Zeit, in der die Sequenz von Schritten beendet werden muss. Und dann haben wir diese Liste von Operationen. Und wir haben das schon gesehen. Und das gibt uns dann halt auch wieder ein Routenelement zurück. So können wir halt normale Schritte, wie ein Wafer in die Maschine zu tun. Da kommt es nicht darauf an, wie lange es drauf. Ja, es blockiert die Maschine, aber sonst passiert nichts, versucht keine Probleme, anders als das Ätzen und das Waschen. Dafür brauchen wir so eine Q-Time-Zone, weil wir die Zeit beschränken müssen, die das dauern kann. Ja, ist das gut? Ja. Und dann, wenn wir an unseren Beispiel gucken, wir hatten, ja, das erste ist unsere ursprüngliche Liste. Einfach nur mit RouteUp darum gemacht. Und wir könnten eine andere Liste kreieren, hier dieses R2. Hier haben wir eine Route QT Zone, die braucht 5 Zeiteinheiten, Sekunden, Minuten, was immer. Und die müssen in der Zeit beendet sein und dann machen wir das Trackout. Soweit so klar? Dann, und wenn wir uns dann das hier angucken, dann sehen wir, dass wir hier dieses Route-Element einmal oben haben und hier unten haben wir dieses Operation-List. Das ist sehr ähnlich. Vielleicht können wir irgendwas daraus machen. Vielleicht können wir dieses hier unten auch in Route-Elements tun. Ja, das hast du gemacht. Mein Code hatte Route ist Liste von Operationen und du willst jetzt was Ähnliches machen, richtig? Ja, jetzt ist es das Ähnliche. Ja, nur jetzt ist es hier das Gleiche. Hier haben wir bloß beides Route und Route Element. Wenn wir uns das jetzt angucken, das bedeutet hier, dass das hier nicht nur eine Liste von Route Elements ist, sondern eine Liste von Route da unten ist. Also, dass wir hier tatsächlich entdecken, dass wir hier etwas aus dem Code ableiten können, sondern entdecken, dass hier unsere Route QT Zone tatsächlich eine Route enthält. So, wenn wir das hier angucken, dann können wir hier unten dieses Route-Element, irgendein Route-Element einbauen. Wir könnten hier auch einen Route-Q-Time-Zone einbauen, was auch ein Route-Element ist. Also wenn wir von diesem Beispiel hier kommen, wo wir nur eine flache Liste haben und eine Route-Q-Time-Zone, und von Route Operations.
Wir können auch ineinander verpacken. So was eine Route Q-Time Zone könnte wieder eine Route Q-Time Zone enthalten. Das ist ziemlich cool. Das könnte passieren. Jetzt können wir Q-Time Zones verschachteln. Das ist etwas, das tatsächlich in der Realität passiert. Also dein Modell hat aufgezeigt, was unser altes objektorientiertes Modell nicht modellieren konnte. Also deshalb sagst du, dass funktionale Programmierung besser ist. Also wir haben das hier in dem Code entdeckt und dann können wir damit zurück zu den Anwendern gehen und mit ihnen checken, ob sie tatsächlich solche Struktur in der Praxis sehen oder ob es die Typinformationen gegeben hat, eine wichtige neue Einsicht ist. Und dann können wir damit weitergehen und jetzt haben wir diese Liste von Route Elements. Okay, ja, Liste von Route Elements, wir wissen, was es ist, das ist tatsächlich eine Route, also eine Route. Und jetzt gehen wir hier halt ja ein Level hoch. Sobald wir mehr über Routen lernen, sollten wir das lernen, wird es automatisch in hier unten auch in der Route Q-Time Zone reflektiert, weil wir es abstraktiert haben. Und das ist, worum es in funktionaler Programmierung überhaupt geht, Sache zu abstraktieren und die gemeinsamen Strukturen zu erkennen. Ja. Du stimmst mir jetzt überein, das ist gut. Okay, und jetzt können wir auch gucken, wie unsere Funktionen modifiziert werden. Also jetzt gehen wir wieder durch alle unsere Funktionen und gucken, wie sie arbeiten. Also hier haben wir Route Head und Route Element Head. Wir müssen sie erweitern. Wir haben natürlich dieses Route Element Head. Da haben wir ein neues Route Element. Das ist dieses Route Q-Time Zone. Und of course, das Route Element Head an der Q-Time Zone ist das Route Head von der enthaltenen Route. Also wir haben das schon, Route Head, das haben wir schon. Also da können wir einfach die Funktion hier unten wiederholen. Also dies ist für uns einfacher geworden zu implementieren, weil wir entdeckt haben, dass da halt in dem Route Queue Time Zone eine Route ist und nicht nur eine Liste von Route Elements. Und deshalb können wir hier einfach die Standardfunktion benutzen, die wir schon haben. Und wenn wir an Route Advanced gucken, wenn wir unsere Route zur nächsten Operation fortschreiten wollen, dann müssen wir natürlich auch diesen Fall für Route Queue Time Zone hinzufügen. Aber jetzt passiert natürlich, was passiert, wenn wir in eine Queue Time Zone hinein fortschreiten? Wir müssen im Kopf behalten, wann muss diese Sache zu Ende sein, wann muss diese Queue Time Zone beendet sein. Deshalb müssen wir uns die Zeit merken. Und wir müssen halt überwachen, ob diese Zeit schon abgelaufen ist oder nicht. Und in diesem Fall, was wir tatsächlich machen müssen, ist, wir müssen ein anderes Routenelement hinzufügen. Das ist das Route Queue Time Limit, das sagt, wann eine begonnene Operation beendet werden muss. Also das muss den tatsächlichen Zeitpunkt enthalten, also nicht die Dauer, sondern tatsächlich den Zeitpunkt. Und dann ist es das Gleiche wie, abgesehen davon, ist es das Gleiche wie das Route Queue Time Zone. Das bringt unseren Prozess dann bis zu dem Punkt in der Zeit. Und jetzt können wir unsere Route Advanced Funktion implementieren. Das heißt, immer wenn wir eine Q-Time Zone hatten und wussten nicht, was wir hinschreiben sollten, immer wenn wir diese Route weiterschalten, dann wissen wir, dass wir hier ein Q-Time Limit brauchen. Und wenn wir dieses Q-Time Limit haben und wir darüber weiterschalten, dann wissen wir, dass wir uns genauso verhalten müssen wie vorher. Wir müssen dieses aufspalten und wir müssen natürlich unser Time Limit behalten
und nur vorwärts gehen zu diesem Limit, während wir das Limit behalten. Und wenn wir hier starten, dann müssen wir feststellen, was der Endpunkt ist. Das heißt, wir nehmen die Zeit, die aktuelle Zeit, die wir oben eingeben und addieren die Dauer und dann wissen wir, wann wir mit dem Prozess fertig sein müssen. Und dann haben wir hier, ja, das machen wir einfach nur, bearbeiten wir jeden Schritt, behalten aber das Zeitlimit. Das heißt, der Code hat gezeigt, dass du nicht alles verstanden hast, dass da eine Lücke war in deinem Verständnis. Ja, ich wusste nicht, was ich hier implementieren musste für das Fortschreiten der Route, aber jetzt weiß ich's. Ja. Das heißt, wenn man sich dieses anguckt, dann, wenn ich das mit dem Auge des Domain-Experten angucke, dann gibt es immer noch ein kleines Problem hier. Oh ja, ach ja, und wenn man wenn ein Routenelement ist das, was irgendwo in der Mitte oder am Anfang oder am Ende auftauchen kann, das heißt, man hat die drei Sachen, man hat Queue-Time-Zones irgendwo und wir können überall Operationen haben, aber wir können immer nur eine Queue-Time-Zone beginnen, wenn sie am Anfang ist. Und das heißt, hier müssten wir eine zufällige Liste in einer beliebigen Reihenfolge haben. Ja, das stimmt. Und hier kann man, dieses zeigt, dass die Queue-Time-Zone, dass wir jetzt drin sind in dieser Queue-Time-Zone, denn es gibt ein Queue-Time-Limit, aber es gibt immer noch eine Operation davor. Und das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ja, das macht keinen Sinn. Wenn wir jetzt zurückgehen könnten von den Domain-Wissen zum Code, dann können wir das natürlich weiter verfeinern. Und wir können das Queue-Time-Limit hier rausziehen, denn das sind alle die Sachen, die in der Mitte passieren, und können das zu einem höheren Level-Typ tun und der verbindet, was am Anfang und was in der Mitte passiert. Oh, das ist nett, ja. Und jetzt haben wir dieses Vor und Zurück zwischen dem Code, was einem Einblicke gibt in die Domäne und dann Wissen aus der Domäne in den Code einbringen und benutzen den Code, um damit zu kommunizieren. Aha, das ist das, was ich machen wollte. Und du hast es verstanden. Ja, dieser Code zermalmt meine Seele nicht mehr. Und ja, mir geht's genauso. Cool, ja. Und das war der Punkt, den wir heute euch zeigen wollten. Das heißt, wenn man funktionale Programmierung benutzt und dazu noch Diskussion und Kommunikation nutzt und hin und her geht zwischen beiden und beide Teile von der anderen Seite lernen können, beide Seiten sich austauschen und Informationen von beiden Seiten kommt, dann hat man am Schluss doch eine Wunderwaffe. Und alle gucken etwas konfus. Das ist ein Bullet Train, also ein Zug, der wie ein Projektil geformt ist. Die Wunderwaffe, das Silver Bullet. So, thank you for a very entertaining talk. We have some time for questions, Q&A, so if you have any questions, please line up next to the microphones. We have four microphones spread across the room and we'll start from a question from the internet. Wir starten mit einer Frage aus dem Internet. Hey, so here is a question from the internet. As an FP beginner with a weak background in math, would it be Anfänger in der funktionalen Programmierung, pure functional language over language, wäre es besser, in einer rein funktionalen Sprache anzufangen oder mehr in einer hybriden Sprache? Soll ich das machen? Okay. Also ich glaube, der Punkt ist, es gibt mehrere, viele verschiedene funktionale Programmiersprachen. Und Haskell ist eine reine funktionale Sprache, aber es gibt auch hybride, objektorientierte, funktionale Sprachen, zum Beispiel Scala ist ein wichtiges Beispiel. Scala ist eine tolle Sprache, aber das Problem ist, wenn man die beiden Paradigmen kombinieren will, dann kriegt man etwas, was sehr komplex ist. Scala ist eine sehr komplizierte Sprache und man braucht viel länger, das zu lernen, um es zu beherrschen. Und weil man eben beide Paradigmen hat zu jeder Zeit, ist man manchmal etwas verwirrt, welches Paradigma man jetzt benutzen soll in einer bestimmten Situation. Und ich glaube, wir beide haben wirklich keine großen Vorteile gesehen von einem hybriden Ansatz. Das Problem ist, wenn man noch anfängt, funktionale Programmierung lernt und das mit etwas wie Scala macht, dann wird man wahrscheinlich zurückfallen auf das, was man kennt, nämlich das bei den Problemen. Also vielleicht einfach schon gleich ins Tiefe springen und schwimmen lernen und im Internet Hilfe finden. Hello. Can you hear me?
Is it okay? Yeah. Yeah. So it was a good presentation. Thank you. Every time Danke für die Präsentation. Die war sehr gut. It's refreshing and it's interesting. But the description of your presentation was talking about Die Beschreibung in IoT. So there war über funktionale Programmierung in IoT. Da war nichts IoT-spezifisches in eurer Präsentation, nichts über Interaktion mit Hardware, Interrupt Handling. Wie behandelt ihr das? Ja, ist ein guter Punkt. Und ich dachte, wir hatten eigentlich einige Folien dazu, aber haben sie dann rausgelassen, weil die Zeit fehlte. Aber mein Argument wäre, dass das IoT ist die Software, in IoT ist eigentlich dieselbe Software wie alle andere Software. Was das Besondere ist, ist das Risiko in IoT, was davon ausgeht beim Internet of Things. Wenn man zum Beispiel Sachen macht wie Interrupt Handling, dann ist meine Antwort, das zu konvertieren in funktionale Datenstrukturen zu wandeln. Und das gibt ein deterministisches Modell, um das Hand zu haben. Und wir haben gesprochen über Observer Patterns. Das ist sowas Ähnliches, wie was passiert beim Interrupt Handling. Und wie man das macht, ist, man hat natürlich ein kleines Stückchen imperativen Code, der mit der Hardware spricht. Und aber um die Interrupts kann man einfach in eine Liste konvertieren und Haskell macht das ziemlich gut. Und dann hat man alle die Vorteile der funktionalen Programmierung wie Testbarkeit und die tollen Abstraktionen, die man benutzen kann. Und dann konvertiert man die Interrupts in andere Software, in ganz normale Software. I have to write code for microprocessors. Ich muss Code für Mikrocontroller schreiben und meistens haben wir nur einen C-Compiler. Wenn ich Glück habe, kriege ich einen C++-Compiler. Woher kriege ich dann meine Wunderwaffe? Der erste Haskell-Compiler hat nach C kompiliert, aber heute macht er das nicht mehr. Als Voreinstellung, aber man kann es immer noch benutzen, diese Funktion. Ja, ich glaube schon, aber es gibt einige funktionale Programmiersprachen, die nach C übersetzen und es ist nicht so eine, es gibt keine einfache Antwort. Und wir haben viele Vorteile von Functional Programming, indem man Code in Haskell macht, der dann C-Code macht. Und es gibt nicht ganz einfach, eine einzelne Antwort, ohne viele, viele Details zu geben. Aber es gibt ein großes Spektrum an Optionen, die zur Verfügung stehen. So, functional programming is pretty concise. Funktionale Programmierung ist sehr kompakt und kurz. Niemand möchte wirklich lange Variablennamen benutzen. Und in euren Beispielen sah ich Ds und Ts und ich glaube nicht, dass es so viel besser ist als die langen Versionen, die ihr vorher gezeigt habt. Ich habe auch ein Problem damit ein bisschen. Und eine Sache ist, dass dieses war ein ziemlich konkreter Code, aber oft hat man Abstraktionen und in den Abstraktionen da ist es dann so, dass es eher willkürlich ist, was man benutzt. Man kann kurze Namen benutzen, weil man nicht von konkreten Objekten spricht. Und deswegen ist es da einfacher, abstrakte Variablennamen zu benutzen. Aber was ich normalerweise mache, ist, ich benutze trotzdem lange Variablennamen und ich würde oft nicht unbedingt D und RT benutzen oder so, um das besser zu verstehen. Aber eine wichtige Sache, die man nicht vergessen darf, ist, dass man hat hier eine Funktion und es sind zwei oder drei Zeilen. Und wenn man anfängt und versteht D und RT aus der Signatur und dann, wenn man dann zwei oder drei Zeilen liest mit D und RT, dann ist es nicht so schlimm. Und in objektorientiert oder in Java oder so hat man hunderte Codezeilen und dann hat man irgendwo D und RT und man hat das schon eine halbe Stunde sowas gelesen und dann hat man es schon wieder vergessen. Und es ist eine Abwägung. Ich benutze längere Namen normalerweise, aber manchmal auch kurze, weil manchmal weil der Code einfach so kurz ist. Ein Detail noch, ich benutze auch meistens in dynamisch getypten Sprachen, nehme ich auch lange Namen. Und weil man nicht den Typ hat, der sagt, was das Ding ist. Mikrofon Nummer 1. Yeah, in one of your slides you made the claim that einer euren Folien habt ihr gesagt, dass funktionale Programmierung sich dafür Beweise
eignet. Habt ihr das tatsächlich gemacht? Ja, in der Praxis gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Zuerst kann man, wie ihr gesehen habt, Haskell ist einfach eine Reihe Gleichungen. Man kann einfach Algebra benutzen als mathematische Technik, um Schlüsse zu ziehen, um den abstrakten Teil der Frage zu beantworten. Man kann natürlich das auch mit Java machen, aber es ist sehr viel schwerer, um da eine algebraische Formulierung zu finden für Java-Programme. Und es gibt auch ganz viele Werkzeuge hierfür, um Beweise zu finden für bestimmte Aspekte des Programms. Zum Beispiel ACL2 ist ein klassisches Tool. Und es gibt IDRES, was eine neuere Art von Funktionalprogrammierung ist. Und es ist einfach viel einfacher, Eigenschaften zu beweisen von funktionalen Programmen, weil man Algebra benutzen kann, als zum Beispiel von Java-Programmen. Ist das eine gute Antwort? Ja, ein wenig, ja, aber IDRES benutzt abhängige Typen. Und kann man das nicht auch in imperativen Programmen benutzen? Ist das spezifisch für funktionale Programmiersprachen, abhängige Typen? Ja, IDRES sagt auch imperative Sprachen sind funktionale Programmierung eigentlich. Es gibt auch da Monaden und es gibt dieses ganze Ding darüber, Schlussfolgerungen über Effekte anzustellen. Aber es ist nicht unmöglich, in anderen Programmiersprachen darüber Schlussfolgerungen zu ziehen, aber es ist viel, viel schwerer. Und in funktionalen Programmiersprachen, die nicht die Seele zermalmen, hat man ganz viele Teile, die rein funktional sind. Und dann kann man einfach Schlüsse ziehen mit Gleichungen. Und es gibt kleine Teile, die vielleicht schwerer sind über die Interaktion mit der Umgebung haben. Und was wir gemacht haben mit dem Typsystem ist, wenn du dich daran erinnerst, wir hatten erst diese Liste und dann hatten wir die Q-Time-Limits in der Mitte und das war ein illegaler Zustand. Das heißt, wir haben das Typsystem geändert, um das zu verbieten. Und das heißt, der Compiler sagt uns schon, dieses ist verbotener Code. Und es ist nicht syntaktisch falsch, sondern es ist semantisch falsch. Und das ist eine eher schwache Art von Validierung oder Verifikation, so wie ich das sehe. Another question from microphone number 2. I noticed that you didn't present any mechanism to. Ich habe bemerkt, dass ihr keine Mechanismen präsentiert hat, um eure Implementationen zu verstecken oder Dinge privat zu machen, wie man es in C++ machen würde. Ich hätte gerne eure Meinung dazu machen, dass es nicht doch, doch das gibt's in doch, das gibt's in funktionalen Programmiersprachen auch. Es gibt private Sachen, private Elemente und Module. Funktionale Programmiersprachen benutzen keine Objekte oder Klassen und das ist der Hauptunterschied, glaube ich. Aber funktionale Sprachen haben auch Mechanismen, um das zu tun. Die sind einfach nur verschieden zwischen den verschiedenen Sprachen. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, das in einem Vortrag zu machen. Wir hätten zeigen können, wie es in Haskell geht, aber das geht in anderen Sprachen dann anders und dann hätten wir noch mehr Code auf den Folien gehabt. Und ein anderer Aspekt ist, dass man Sachen wirklich nicht verstecken muss, weil alles so rein ist. Und wenn man die Funktion, es ist egal, wie man die Funktion nennt, man kann nichts zerstören. Und während in objektorientierten Sprachen hat man diese change my object to, ändere mein Objekt in etwas really Schlechtes und niemand will, dass jemand anders das aufruft, weil es Sachen kaputt macht. Aber in funktionaler Programmierung irgendwelche Variablen rein und man kriegt irgendwas raus. Mach einfach, ist mir egal. I endorse fully. Microphone number 3. You had some slides on the. Ihr habt ein paar Folien über die Bedeutung der Kommunikation. Und ich sehe mich nicht, dass ich mit Anwendern rede in der Form von Haskell-Code. Wie macht ihr das? Also wir machen es etwas sauberer, aber es ist tatsächlich in der Praxis vorgekommen. Und manchmal ist es ein Prozess, dahin zu kommen und
was man aber auch, was man vielleicht merkt, ist an dem Code mit den Routen, ist, dass damit mit dem Haskell-Code rumzuspielen, hat uns zu Domainwissen geführt, was man auch zeigen kann dann und dann mitteilen kann, ohne wirklich den Code zu zeigen. Aber durch den Haskell-Code haben wir Sachen gelernt und haben nicht durch den Code kommuniziert, sondern das dadurch gelernt. Aber das passiert tatsächlich. Man kann tatsächlich mit Kunden kommunizieren, indem man ihnen den Code zeigt und darüber redet und sie fragt, ist das wirklich, wie es funktioniert in eurer Domain? Ja, ist mir auch schon passiert. Und es hängt vom Kunden ab. Man muss etwas resilient sein und dann müssen sie akzeptieren, dass sie vielleicht nicht alles verstehen, aber man kann ihnen zeigen, guck mal, das funktioniert hier so und das geht rein und das kommt raus und was haltet ihr davon? Und nicht einfach nur sie mit dem Code bewerfen, sondern wirklich eine gute Kommunikation haben. Und das kann auch durchaus, man kann es auch durchaus in den Vertrag schreiben. Again, a big round of applause for this talk. Thank you.